So, guten Morgen, meine Freunde. Wir sind zurück bei Deus Ex und ja, wir sind hier gerade wieder zurück in der Ausgangsstadt und hier ist gerade irgendwie richtig der Punk los quasi. Hier werden nämlich, ich weiß nicht, Demonstrationen gemacht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird gerade das Hauptquartier von unserer netten Firma angegriffen, mehr bis minder, beziehungsweise belagert von Demonstranten, und da müssen wir jetzt hin. Also wie gesagt, über Straßensperren, Leute werden verhaftet, ne, so das Übliche halt. Dann würde ich sagen, geht's mal hoch hier. Und geht das überhaupt hier lang? Ich weiß es gar nicht. Tut mir leid, aber wir haben alle Bahnen umgeleitet. Zu dieser Haltestelle kommen keine mehr. Und wie soll ich jetzt nach Hause kommen? Gar nicht. Versuchen Sie irgendwie aus Downtown rauszukommen und eine Straßenbahn zu nehmen. Aber da draußen ist es gefährlich. Die Demonstranten schlagen Fenster ein und plündern. Können Sie uns wenigstens sagen, welche Linien noch fahren, damit wir wissen, wo wir hin müssen? Ich werde versuchen, es rauszufinden. Da war ich hier der Einzige, der meint, das Farbschema sieht gerade ein bisschen komisch aus, oder war das immer so? Also die Übergänge zwischen den verschiedenen Farben. Warte mal, schauen. Optionen, Video, Lichtstärke. Ja, passt schon. Anzeige, 3D, nee, sowas wollen wir alles nicht hier. So, erweitert. Anti-Aliasing. Haben wir alle DirectX 11. Schatten weich. Normal weich. Weich ist besser, glaube ich. Tiefenschärfe hoch. So ein SO, SSAO. Haben wir alles. Vertikalsynchronisation brauchen wir nicht. Ja, jetzt haben wir. Nee, also hier, keine Ahnung, wo ans Licht. Ach komm, dann. War es scheinbar immer so. Die verwüsten die Stadt wegen ein paar Presseberichten über augmentierte Soldaten. Alles Idioten, ne? Willst du jetzt Sex mit mir oder was hier? Kannst du mal hier nach unten und hier lutschen, Junge, hä? Ah, die ganzen Punks wurden hier eingefangen. Das ist jetzt kein guter Moment mit dem. Wieso nicht? Keine Ahnung, was los ist. Und ich will doch gar nicht. Okay. Richtig rumgeballert jetzt, oder wird hier? Oh, nicht Krieg. Hopp. Oh, mit Robotern gehen die jetzt los hier? Nicht schlecht, Herr Specht. Was ist mit ihm los hier? Seraf hat gesagt, ich soll die Sicherheitsloks im Convention Center für sie hacken. Sandoval hat sich abgemeldet. Er ist nicht mehr dort. Taggart weiß sicher, wo er hin ist. Glauben Sie wirklich, er wird Ihnen das während eines Aufstands vor allen Medien erzählen? Wenn ich ihn höflich darum bitte. Okay, so. Falls das nicht funktioniert. Er hat eine Garderobe hinter der Bühne. Ein Mann wie Taggart hat seine Leute sicher ständig im Blick. So, was sind wir denn hier? Convention Center, ja genau, die überall Düllen drin. Was ist hier los, ey? Im Convention Center scheint alles unter Kontrolle zu sein. Okay. Taggart? Ist gerade auf der Bühne. An den kommt keiner ran. Ich komme dahin. Die machen das nur Leute mit VIP-Karte durch. Wir sollen hier nur dafür sorgen, dass keiner dieser Spinner durch die Hintertür reinkommt. Schauen wir doch mal. Ich bin doch schon, denke ich mal, very fucking important person, denke ich mal, ne? Also, ja, bin ich, komm. So, dann mal schauen. Ist jetzt kaputt. Vielleicht sieht gerade alles so komisch aus, weil ich irgendwie kaputt gehe oder so. Oder er dreht die Uhr ein paar Jahre zurück. In die Zeit, bevor diese Leute ihre Körper vergiftet haben. Oder, wie er sagt, ihre göttlichen Motoren. Ich habe kein Problem mit Amputierten, die Augmente wollen. Ich halte nichts von Teil.
Menschheit als steinzeitlichen Ideen. Als wäre die Weiterentwicklung des Menschen eine Sünde. Unfassbar, dass es immer noch Leute mit so rückständigen Geisteshaltungen gibt. Diese UN-Resolution, die er will, ist nichts als Hetze. So einfach ist das. Mhm. Genau. Da spricht er immer wieder davon, was für eine friedliche Organisation diese Humanitätsfront ist. Und dann schau mal nach draußen. Er hat diese Reaktion indirekt ausgelöst. Tja, gab schon immer Spinner wie Taggart, die den Fortschritt des Menschen aufhalten wollten. Aber im Endeffekt hat doch immer der menschliche Forscher dran gesiegt. Der wird bald wieder verschwinden. Gut. Hoffentlich hast du recht. Und er hat schon angefangen. Sehen Sie hinaus, auf unsere Straßen. Wer ist für das Chaos wohl verantwortlich? Du. Die Demonstranten? Nein, das sind Menschen wie Taggart. Menschen, die permanent unsere Unterschiede betonen, anstatt uns nach unseren gemeinsamen... Ja, ja, Zuckerschnäckchen. Jensen, ich weiß nicht, wie die Leute hier auf Sie reagieren werden. Seien Sie vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig, du Nutter. Schön Prospekte hier. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich auch nicht. Regen Sie sich doch nicht gleich auf, bloß weil ich anderer Meinung. So, machen wir mal auf hier. Was ist jetzt? Willst du mich verarschen? Hast du gesehen, wie schmal die sind? Oder denkst du, dass die sieben Zwerge Taggart ans Leder wollen? Klugscheiße. Das sind ja die Gangster unterwegs von allerfeinsten. Ganz schön mutig für einen Opti hier aufzutauchen. Ist das so? Die Evolution der Menschheit ist eine Utopie. Aber genau das meine ich. In einer Welt... Wo ist Ihr Handlanger Taggart? Vor 6 Monaten haben einige Söldner Seraph Industries attackiert, um unsere Forschung zu behindern. Heute weiß ich, dass der Angriff nur ein Vorwand war. Megan Reeds Team wurde entführt und Isla Sandoval, ihr persönlicher Berater, war involviert. Das ist lächerlich. Meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie Mr. Jensens Eindringen. Ich versichere Ihnen, diese Anschuldigungen sind absolut haltlos. Ach ja? Ach ja. Warum rufen Sie mich hier an? Es gab eine Planänderung. Seraphs Team darf die Anhörung nicht erreichen. Aber das ist zu bald. Wenn ich die GPLs entfernen soll, brauche ich einen voll ausgestatteten OP. Gibt es hier einen? Das ist Ihr Mann, Taggart. Er spricht davon, GPL-Implantate zu entfernen, damit die Entführer von Seraphs Wissenschaftlern alles vertuschen können. Ich weiß, was das hier soll. Seraph Industries stand in den letzten Tagen 2-mal im Zentrum der Kritik. Zum einen nach den schockierenden Berichten aus Montreal, denen zufolge Biotech-Unternehmen an geheimen Experimenten mit Supersoldaten beteiligt sind, und zum anderen nach der heutigen Eskalation der friedlichen Proteste. David Seraph und seine Spießgesellen fürchten den Druck der Öffentlichkeit. Also schicken Sie diesen Mann, um meinen Ruf zu zerstören. Ach, hier, Taggart, sehen Sie mich an! Ich gebe zu, es würde mir gefallen, vor der Presse Ihren Ruf zu zerstören. Schließlich machen Sie mit meinen Kollegen seit Jahren dasselbe, aber deshalb bin ich nicht hier. Seraphs Wissenschaftler leben und es wird Zeit, die Wahrheit zu enthüllen. Die Wahrheit, Mr. Jensen, ist, dass diese Aufnahme gar nichts beweist. Jeder x-beliebige Gegner der Humanitätsfront hätte sie anfertigen können. Allen voran Sie, mein Freund. Diskutieren. Sie haben Nerven. Immerhin stehe nicht ich vor einer Menschenmenge und leugne meine Beteiligung an Entführungen und Morden. Meine Beteiligung, Mr. Jensen, Ihre Aufnahme beweist gar nichts. Ich weiß, warum Sie die Aufnahme nicht der Polizei vorlegen. Ich kenne Ihre wahren Beweggründe und kann sie sogar nachvollziehen. Ach so. Es ist bekannt, dass traumatisierte Menschen auf den Auslöser ihres Traumas fixiert und in der Vergangenheit gefangen sind. Kurz gesagt, sie sind besessen. Ach so, konfrontieren. Sie haben recht. Es war verdammt hart, nach der Operation ins Leben zurückzufinden. Als ich mich das erste Mal im Spiegel sah, habe ich ihn eingeschlagen. Aber ich habe es geschafft, weil ich weiß, dass ich den anderen Opfern des Angriffs helfen muss, um die Sache zu beenden. Nun, das ist ein Argument. Vielleicht. Wonach suchen Sie hier wirklich?
Absolution? Nach dem Gefühl der Kontrolle, das Sie verloren haben, als Ihre Gliedmaßen amputiert wurden? Nö. Denken Sie wirklich, hierher zu kommen und mich zum Feind zu erklären, hilft Ihnen weiter? Jetzt hör auf mit deinem Psychospielchen, du Muschi, ey. Themawechsel. Sie wollen über Kontrolle reden, Taggart. Gut, reden wir über Ihre. Man braucht große Disziplin, um nach jedem Angriff auf Augmentierungsunternehmen oder Kliniken vor die Presse zu treten und jegliche Beteiligung zu dementieren. Wie ist es zu wissen, dass die eigenen Leute außer Kontrolle sind und immer brutaler vorgehen? Es bricht mir das Herz. Aber ich kann nicht die Verantwortung für jeden Terroristen übernehmen. Ich habe die Humanitätsfront dem Andenken an meine Frau Marjorie gewidmet. Sie starb, als sie versuchte, einem augmentierungssüchtigen Mann zu helfen, mit seiner Krankheit zu leben. Marjorie lehnte jegliche Gewalt ab. Warum sollte also irgendein Mitglied dieser Gruppe anders denken? Wir sind einfach nicht so. Ich wünschte, sie würden das erkennen. Aber ich fürchte, gewaltfreie Lösungen übersteigen ihren Horizont. Was ein nahes Ziel, ne? Konfrontieren. Ich weiß, dass Ihre Frau ermordet wurde, Taggart, und dass Sie deshalb die Humanitätsfront gegründet haben. Auch ich habe einen geliebten Menschen verloren, aber ich kann sie zurückholen. Falls Sandoval in Megans Entführung verstrickt ist, hat er das Andenken Ihrer Frau mit Füßen getreten. Um Ihretwillen und für das Wohl meiner Leute muss ich wissen, wo er ist. Recht. Sie haben recht. Ich kann nicht zulassen, dass etwas in Verruf gerät, was ich in Marjories Namen aufgebaut habe. Alter, ich werde Ihnen helfen, Alsace zu finden und beten, dass Sie sich irren. Okay. Meine Damen und Herren, ich muss Sie leider noch einmal um Verständnis bitten. Gedulden Sie sich noch etwas. Ich komme so schnell es geht zurück. Papa macht jetzt erstmal Action. Mr. Jensen, wir sehen uns hinter der Bühne.